Legal, illegal, uns egal. Nach dieser Devise scheinen zahlreiche Callcenter und ihre Auftraggeber zu handeln, um Kunden über den Tisch zu ziehen. Die Frau hat mich am Telefon arglistig betrogen. Auch mit versteckter Kamera versuchen wir, den fragwürdigen Methoden auf die Spur zu kommen. Viele Callcenter-Agenten betreiben ganz klar betrügerische Verkaufspraktiken. Unser erster Fall führt uns quer durch Niedersachsen nach Peine. Dort treffen wir auf den Berufsschüler Robin Reichert samt Hund Gizmo. Der 19-Jährige erzählt uns seine Geschichte. Vor etwa einem Jahr lag er im Krankenhaus, als sein Handy klingelte. Damals bot ihm der Mobilfunkanbieter Yourphone über ein Callcenter ein sogenanntes Probeabo an. 14 Tage sollte Robin umsonst telefonieren dürfen. Schon während des Gesprächs war er vom penetranten Verkäufer genervt. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, er soll mir dann doch bitte, beziehungsweise nein, ich habe nicht bitte gesagt, ich habe gesagt, damit er mich endlich in Ruhe lässt, soll er mir doch bitte diese Karten zuschicken und mich einfach in Ruhe lassen. Er hat nur gesagt, dass diese 2 Wochen halt drankommen, die mir halt, die ich angeblich als Werbegeschenk bekommen würde. Und darauf bin ich anscheinend reingefallen. Einige Wochen später staunte Robin nicht schlecht. Er hatte angeblich einen weiteren Handyvertrag abgeschlossen, zusätzlich zu seinem laufenden bei einem anderen Anbieter. Das zeigten Rechnungen, die ins Haus flatterten. Robin steht kurz vor dem Berufsschulabschluss, wohnt bei seiner Mutter. Finanziell kommen beide gerade so über die Runden. Dem Yourphone-Brief, der dem damaligen Werbeanruf folgte, schenkte Robin keine Beachtung, leichtfertigerweise. Den habe ich dann direkt durchgerissen und habe ihn direkt weggeschmissen. Also ich habe mir das nicht durchgelesen, nichts, gar nichts. Doch für Yourphone ist der Fall klar. Robin hat einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Insgesamt seien jetzt 356 Euro fällig. Das kann nicht sein, weil ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Und mir wurde dann gesagt, ja, sie haben aber angeblich mündlich zugestimmt. Und dann habe ich nachgefragt nach möglichen Tonaufnahmen zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. Und ich habe nichts bekommen. Robin hatte einem solchen Telefonmitschnitt zugestimmt. Angeblich aus Datenschutzgründen wurde ihm nun eine Kopie einfach verweigert. Ich bin da sehr wütend drüber. Denn es werden Jugendliche in verschiedensten Situationen angerufen über ihre iPhones oder Handys. Da frage ich mich erstmal, wo sind die Telefonnummern her? Und dann werden die in Gespräche verwickelt, die dann irgendwann so unüberschaubar sind. Und dann kommen diese Dinge nach Hause. Und dann brennt zu Hause die Luft. Die Eltern sind böse, die Kinder sind verstört. Ich lag im Krankenhaus und ganz plötzlich wird man angerufen und auf einmal kommt man nach Hause und hat hier dann einen Brief liegen. Und dann 2 Wochen später heißt es dann von wegen so, ja, dann wollen wir jetzt Geld haben. Ohne jegliche Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen. In meinen Augen ist das kompletter Betrug. Hat Robin überhaupt einen rechtsverbindlichen Handyvertrag geschlossen? Wir bitten Yourphone per Mail um eine Stellungnahme. Fast 2 Wochen vergehen. Nichts. Wir wollen im Hamburger Firmensitz nachhaken. Immerhin gibt sich Geschäftsführer Hartmut Herrmann in zahlreichen Videos im Netz als lockerer, offener Plauderer. Vor allem, wenn er über Neukundengewinnung spricht. Und das, was für uns besonders reizvoll gewesen ist, ist, dass man einen Weg findet, eine neue Marke auf die Straße zu bringen, die halt anders funktioniert als das, was es sowieso schon alles gibt. Das klingt alles nach Positivstrategie. Doch der Fall Robin riecht eher nach Abzocke. Um das Schweigen von Yourphone zu brechen, bleibt uns nur die Möglichkeit, den Chef selbst mit unseren Fragen zu konfrontieren. In der Hamburger Firmenzentrale stellt sich eine Dame als Kommunikationschefin vor und holt den Geschäftsführer. Doch auch jetzt lehnt der im Internet so lockere Plauderer sowohl Interview als auch schriftliche Stellungnahme ab. Er befürchtet negative Folgen fürs Geschäft. Robin Reichert allerdings könne ihn gern anrufen, dann würde man für seinen Fall sicher eine Lösung finden. Der Verkauf von Handyverträgen über Callcenter. Funktioniert er nur mit dreisten Tricks? In Berlin verabreden wir uns mit Verbraucheranwalt Stefan Richter. Auf Fälle wie den von Robin hat er sich spezialisiert. Seit Jahren kämpft er gegen unerlaubte Werbeanrufe durch Callcenter.
Dies tut er sowohl für Mandanten als auch in eigener Sache. Denn er war ebenfalls Opfer aggressiver Verkaufsmethoden per Telefon. Zeitweise sei seine Kanzlei durch häufige Werbeanrufe nahezu blockiert gewesen. Es gab in zunehmendem Maße Werbeanrufe, unerbetene, für alles Mögliche, von Gewinnspielen, Zeitschriftenangebote, Dienstleister aller Art, aber großen Schwerpunkt auf unseriöse Gewinnspieldienste. Das waren in der Spitze 12, 13, 14 Anrufe am Tag schön verteilt, sodass sie eigentlich nicht mehr vernünftig arbeiten konnten. Und dann blieb ja nichts weiter übrig, als dann zu sagen, okay, dann schnappe ich mir die Jungs mal und versuche mal, die zu ermitteln. Zu seinen Gegnern vor Gericht zählen Mobilfunk- und Stromanbieter, die über Callcenter aggressiv um Kunden werben. Rund 200 Mal im Jahr hetzt er zu solchen Gerichtsterminen. Heute ist es schon der zweite. Der Vortermin hat sich verzögert, deswegen bin ich ziemlich in Eile. Geht es gegen den Stromanbieter, wurde ich angerufen, unerbeten auf einer unveröffentlichten Rufnummer und jetzt verklage ich den Callcenter-Dienstleister auf Unterlassung. Er ist 5 Minuten zu spät, aber der Richter hat gewartet. Die Gegenseite erscheint erst gar nicht. Für dieses Mal ein schneller Sieg. Doch wieder drängt die Zeit. Der Anwalt macht sich auf den Weg nach Duisburg. Seine Gerichtstermine verbindet er mit einem Besuch bei einem weiteren Callcenter-Opfer. Stefanie Edel, 37, ist Hausfrau und Mutter zweier Töchter. Sie erzählt eine ähnliche Geschichte wie Robin Reichert. Nur heißt die Handyfirma diesmal Klarmobil. Noch Monate später ärgert sich Frau Edel über die Anruferin aus dem Callcenter. Die Frau hat mich am Telefon arglistig betrogen. Und wenn ich sie heute sehen würde, würde ich ihr vor die Füße spucken. War ungefähr vor einem Jahr, da hatte mich Klarmobil, also eine Dame von Klarmobil angerufen, ich denke mal aus einem Callcenter. Und ich hatte bei einem Preisausschreiben für H&M im Internet mitgemacht und sagte mir dann auch, da es ja nicht zu diesem Gutschein da gekommen ist von 500 Euro, gibt es aber sowas wie einen Trostpreis halt. Klarmobil zu testen, für 4 Wochen. Stefanie Edel freute sich darüber, 4 Wochen kostenfrei telefonieren zu können. Hallo? Danach nahm sie die SIM-Karte aus dem Handy, ja, so wie es ihr vom Callcenter empfohlen worden war. Gut, danke schön. Tschüss. Man hat mir auch gesagt, ich könnte die Karten wegschmeißen. Das hat sie mir wortwörtlich am Telefon gesagt. Mein Mann stand daneben. Und auch nur deswegen hat mein Mann genickt und hat gesagt, Marit, es passt. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es mir passiert. Aber man hat mich getäuscht. Angeblich hat sie einem 2-Jahres-Vertrag zugestimmt. 6 Wochen später habe ich schon die 2. Mahnung gekriegt. Also eine erste ist überhaupt gar nicht zustande gekommen. Ich habe direkt eine 2. Mahnung bekommen. Ja, hatte mich dann auf diesen Brief hin dazu geäußert, habe eine Stellungnahme schriftlich fertiggestellt, habe das an Klarmobil geschickt per Einschreiben. Die Hausfrau fühlt sich im Recht. Ebenfalls hatte sie den Mitschnitt des Verkaufsgesprächs angefordert, aber der bleibt auch ihr verwehrt. Ich persönlich würde in dieser Geschichte auf jeden Fall sofort Strafanzeige stellen. Wir machen uns auf den Weg zum Handyanbieter Klarmobil. Dort wollen wir erfahren, warum Frau Edel bisher keinen Gesprächsmitschnitt bekommen hat. Das Unternehmen sitzt 1 Autostunde nördlich von Hamburg in einem Gewerbegebiet. Zu einem Interview sieht sich hier ebenfalls niemand in der Lage. Stattdessen bekommen wir per Mail die Antwort, der Mitschnitt genüge nicht zu 100% den internen Qualitätsansprüchen. Klarmobil verzichte daher bei Stefanie Edel auf sämtliche Forderungen. Erstaunlich schnell wurde eingelenkt. Viele Handyverträge wie der von Frau Edel kommen über Callcenter zustande. Eines von ihnen ist Cosaco. Das Unternehmen gehört zu einem großen Firmengeflecht. Cosaco hat mehrere Filialen, eine davon in Magdeburg. Über diesen Dienstleister erreichten uns immer wieder Negativinformationen von Kunden und Mitarbeitern. Wie genau nimmt man es hier mit den rechtlichen Voraussetzungen für Vertragsabschlüsse? Wir schleusen einen Mitarbeiter mit versteckter Kamera ein. Beim Rundgang mit der Teamleiterin wird deutlich, die eigentlichen Konkurrenten Yourphone und Klarmobil werden praktisch im selben Raum verkauft. Hier vorne machen wir Yourphone. Das ist der Yourphone-Bereich. Und auf der Seite haben wir Klarmobil. So ist es kein Wunder, dass sich viele Beschwerden unterschiedlicher Mobilfunkkunden gleichen.
Nebenan werden obendrein Vertragsverlängerungen für einen Stromanbieter verkauft. Doch das sei vergleichsweise einfach, erläutert die Teamleiterin. Schwieriger sei der Verkauf von Handyverträgen. Skrupel würden bei diesem Job nur stören. Wenn du beim Stromverkauf Bauchschmerzen hast, glaub mir, werden dir bei Yofon die Ohren schlackern. Yofon ist ein Verkaufsprojekt, da arbeitest du mit ganz anderen, ich sage mal, Wortgewandtheiten. Wenn du da jetzt schon Bauchschmerzen mit hast, dann wirst du da untergehen. Zurück in Berlin erzählen wir dem Anwalt Stefan Richter, was wir in einem Callcenter gesehen und gehört haben. Weder die aggressive Verkaufsmethode noch die räumliche Nähe von Klarmobil zu Yourphone im Callcenter ist für ihn eine Überraschung. Auffällig bei Klarmobil ist, dass es also früher schon unerbetene Werbeanrufe, insbesondere für Prepaid-Karten, also für Mobilfunkdienste aller Art gab, dass sie mehrfach verurteilt wurden. Und die Beziehung zu Yourphone besteht darin, dass der damalige Geschäftsführer, Herr Herrmann, mittlerweile Geschäftsführer der Yourphone ist. Der war also früher bei der Klarmobil und ist auch zusammen mit der Klarmobil bereits wegen unerbetener Telefonwerbung verurteilt worden. Unerbetene Telefonwerbung. Nicht nur Yourphone und Klarmobil gehen auf diese Weise vor. Eine Insiderin schildert uns auch von einem anderen Anbieter ganz ähnliche Verkaufsmaschen. Saskia K. erzählt, wie sie ihre kurze Zeit bei dem Berliner Unternehmen Prima Mobile erlebte. Ständig mit einem Coach, der Druck machte. Er hat gesagt, wir müssen flüssiger reden und weniger Pausen machen, damit der Kunde nicht wirklich zu Wort kommt. Am ersten Tag ging es alles noch, aber als ich dann gemerkt habe, wie die eigentlich an diese Abschlüsse kommen, wurde es immer schlimmer. Selbst wenn man Ältere am Telefon hatte, die man dann, wo man gemerkt hat, okay, was sollen die mit so einem Handyvertrag? Da haben die selbst gesagt, na, ist egal, das können sie ja dann ihren Sohn schenken oder was auch immer, keine Ahnung, aber Hauptsache Abschluss. Nach 6 Tagen hat Saskia K. dort gekündigt. Auf unsere Nachfrage streitet das Unternehmen die Vorwürfe ab. Zudem gäbe es eine Altersgrenze. Ab 79 seien Vertragsabschlüsse mit Rentnern nicht vorgesehen. Brancheninsider sagen uns, viele Callcenter-Mitarbeiter stehen unter hohem Verkaufsdruck. Genauso stehen die Callcenter selbst unter Erfolgszwang. Sie müssen beispielsweise den Telefonanbietern ausreichend neue Kunden liefern, sonst ist der Auftrag weg. Beim Verkauf von Handyverträgen erhalten die Klienten immerhin einen Gegenwert, den Vertrag. Anders der nächste Fall. Da drehen Callcenter-Agenten ihrem Opfer einen Gewinnspielvertrag an, der komplett wertlos ist. Mit Anwalt Stefan Richter sind wir deswegen unterwegs in Köln. Wir fahren jetzt zu einer älteren Dame, deren Tochter sich an uns gewandt hat, die von Gewinnspielfirmen belästigt wird, beziehungsweise von den Kassobüros, die für die also versuchen, Forderungen einzutreiben. Gertrud Steinbach ist 90 Jahre alt. Die Bekanntschaft mit aufdringlichen Callcenter-Agenten machte sie zum ersten Mal 2010. Sie hatte zuvor an einem Zeitungspreisausschreiben teilgenommen und ihre Nummer auf eine Postkarte geschrieben. In der Folge klingelte mehrmals täglich ihr Telefon. Die Firma Megachance nutzte jetzt ihre Daten. Ja, dann kamen Anrufe und dann hieß es, jetzt ist es Lotto. Ich sage, ich spiele doch keine. Ja, bei uns spielen sie jetzt Lotto. Ja, sage ich, was habe ich denn für Zahlen? Die haben sie mir nicht durchgegeben. Dann meldete sich die Firma Megachance nicht mehr. Stattdessen schrieb ein Inkassobüro. Dann habe ich nichts mehr gehört, bis die da den ersten Brief geschrieben haben, dass sie jetzt bemächtigt wären, das einzuziehen. Dann habe ich erst nicht darauf geantwortet und dann beim zweiten Brief habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich könnte das nicht bezahlen. Ich wüsste auch nicht, wofür. Sie sollen mir erst mal sagen, wofür das wäre. Ja, das haben sie nicht gemacht. Und dann kam der zweite Brief. Und da war direkt die Drohung drin, dass der Gerichtsvollzieher käme, beziehungsweise dass es an das Gericht ging. Das Inkassobüro drohte der 90-Jährigen massiv mit gerichtlichen Schritten, Zwangsvollstreckung, sogar einem Haftbefehl. Wenn Sie nicht wissen, wer auf der anderen Seite Ihr Vertragspartner ist, dann haben Sie nach meiner Einschätzung überhaupt keinen wirksamen Vertrag. Es besteht keinerlei Grundlage, irgendeinen Cent zu bezahlen. Gertrud Steinbach ist eine selbstbewusste Frau. Sie lebt von einer kleinen Rente auf 48 Quadratmetern in Köln.
Damals ohne rechtlichen Beistand hielt sie dem Druck nicht stand und überwies das Geld. Aber das Inkassounternehmen stellte weitere Forderungen. Zu Recht, wie es uns mitteilte, denn Frau Steinbach werde als ganz normaler Inkassofall geführt und bewertet. Die filtern typischerweise Leute heraus, die in einer älteren Generation sind, die so ein skrupelloses Werbe- und teilweise Betrugsverhalten eigentlich kaum kennen und es sich kaum vorstellen können, die so ein bisschen noch so stark an Recht und Ordnung glauben, ja? Und die davon völlig entsetzt sind, was hier gerade passiert. Denn so in dieser extremen Form haben wir das eigentlich erst seit 5, 6, 7 Jahren so in dem Dreh. Ja, was soll ich davon halten, dass das Schweine sind? Wie weit sind solche Abzockmethoden verbreitet? Noch einmal sind wir im Magdeburger Callcenter der Firma Cosaco. Unser eingeschleuster Mitarbeiter hat sich hier mit versteckter Kamera umgesehen und Leute getroffen, die vor allem alte Menschen skrupellos um ihr Geld gebracht haben. Da haben wir Gewinnspiele verkauft, da ging das Alter 60 plus. Da hast du wirklich nach Kontonummer, Bankverbindung alles fragen müssen am Telefon. Kannst dir vorstellen, wenn du Oma und Opa am Telefon hast und du brauchst aber für dich die Abschlüsse. Also das war richtig Verarsche. Wo ich dann auch selber nach Hause gegangen bin, ob das jetzt so gut war. Aber wo ich dann für mich selber gesagt habe, nicht drüber nachdenken. Sind erwachsene Menschen, auch wenn sie alt sind. Ich mache meine Arbeit, ich krieg mein Geld dafür und dann ist das gut. Haken dran. Also das war dann richtig böse. Üble Methoden, aufgrund derer sich jetzt auch das Bundeskriminalamt eingeschaltet hat. Wir besuchen die Sonderkommission in Wiesbaden, deren Aufstellung lange auf sich warten ließ. Dies aber auch mit der geringen Anzeigenquote zu tun, sagen Experten. Nur 2 bis 3% aller Opfer melden sich bei der Polizei. Ich glaube, dass die Täter sehr geschickt vorgehen, sehr manipulativ vorgehen, die älteren Mitbürger, Mitbürgerinnen einfach überrumpeln in der ersten Phase, später, so haben wir auch lernen müssen, dann verstärkt zu Drohungen, nicht nur zu falschen Versprechungen, sondern wirklich zu konkreten Drohungen greifen und dann einzelne Opfer sogar 1, 2, 3 oder 4 Mal abgezockt werden und das mit nicht ganz unwesentlichen Beträgen. Wir haben also Einzelfälle mit Schadenssummen, die annähernd 500.000 Euro betragen. Die Bundesbehörde will vor allem ihre guten Kontakte ins Ausland einsetzen. Denn immer häufiger wird von dort aus betrogen. Das sind, wie gesagt, potenziell oder tatsächlich schon geschädigte deutsche Senioren, Seniorinnen überwiegend, die aus türkischen Callcentern angerufen wurden, denen Gewinnversprechen gemacht wurden, die dann Beträge an türkische Quellen gezahlt haben. Das sind ganz erhebliche Beträge. Wir reden in der Summe von weit über 30 Millionen Euro, die wir definitiv nachweisen können, schon aus laufenden Verfahren, über solche türkische Callcenter erschwindelt worden. Michael Nagels 10-köpfige Gruppe muss sich erst in das Thema einarbeiten. Dabei hilft unter anderem ein Kripo-Team, das in jahrelangen Ermittlungen etliche Drahtzieher der sogenannten Gewinnbimmelbranche aus dem Verkehr gezogen hat. Jochen Vier leitet diese Einsatzkommission. Der Täter ist ja durch die heutigen medialen Möglichkeiten und auch technischen Möglichkeiten in der Lage, überall zu sitzen. Der kann in Spanien sitzen, der kann in der Türkei sitzen. Ich denke mal, da geht es auch um wirtschaftliche Gesichtspunkte. Und ein Callcenter-Agent in der Türkei ist sicherlich deutlich billiger als in Deutschland. Seine Dienststelle in Krefeld ist Sitz der EK Call. Dass Betrüger jetzt oft aus dem Ausland agieren, ist auch ein Ergebnis seiner Ermittlungen. Gut ein Dutzend Callcenter hat er aus dem Verkehr gezogen. Es folgten zahlreiche Festnahmen und Verurteilungen. Das, was Sie hier sehen, ist erstmal ein Callcenter. Das ist sicherlich schon unser größtes Callcenter gewesen. Da sind Sie natürlich über die Kapazität, was Sie alles einpacken, sind Sie dann doch schon ein bisschen überrascht, beziehungsweise müssen natürlich dann auch noch Kräfte nachfordern, die die Sachen einpacken. Die Sachen müssen ja alle aufgeschrieben werden, alle asserviert werden. Das ist schon sehr viel Arbeit, da sind Sie also über Stunden beschäftigt. So, wenn Sie sich hier umgucken, kann man sicherlich sagen, ja, warum nehmen Sie denn hier ein Netzwerkkabel mit, warum nehmen Sie Kopfhörer mit? Die Erfahrungen haben es leider gezeigt. Wir sind in ein Callcenter eingestiegen mit der Mannschaft, haben also die Server weggenommen, das heißt da, wo die Daten drauf lagen, haben also da eine Verbindung gekappt und die Täter haben gebraucht 2 Tage und dann lief das Callcenter wieder volle Kanne, sodass wir natürlich gesagt haben, bei unseren weiteren Aktionen, wenn wir jetzt aufschlagen, dann müssen wir natürlich wirklich alles sichern. Für Jochen Vier ist klar, es handelt sich um organisierte Kriminalität.
Nur ein Bruchteil der Opfer kommt aus einem eigentlichen Einsatzbereich in Krefeld. Aus dem gesamten Bundesgebiet wertete er rund 3000 Beschwerden aus. Immer geht es um sogenannte Cold Calls, unerwünschte Werbeanrufe. Das ist von der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur wiederum kriegt das von den Geschädigten oder von den Genervten, von den Empörten, von denjenigen, die eben sagen, hier, ich wurde jetzt Tag und Nacht wieder angerufen. Man will unbedingt, dass ich mitspiele. Man will, unterstellt mir ein Vertragsverhältnis. Das habe ich alles nicht. Und die versuchen dann darauf hinzuwirken, dass diese Rufnummer oder dieses Unternehmen sie nicht mehr anruft. Zusammen mit seinem Kollegen Ronny Wolf zeigt uns vier mehrere ehemalige Callcenter-Standorte. Krefeld war für diese Branche eine Hochburg. Die Bosse kassierten sechsstellige Eurobeträge. Das lockte Nachahmer an. Einer hat angefangen im Callcenter, der hatte entsprechende Callcenter-Agenten. Die haben gesehen, dass der Chef in kürzester Zeit mit wenig Aufwand offensichtlich sehr viel Geld gemacht hat. Man konnte das immer am Fahrzeug sehen, der fuhr dann irgendwann Porsche. Das fanden die natürlich alle sehr gut. Und dann hat sich rumgesprochen oder man hat dann gesagt, also das kann ich auch. Ne? Eines der größten Callcenter, aus dem vorwiegend alte Menschen abgezockt wurden, saß bis vor kurzem hier, mitten in einem Wohnblock. Ja, Sie sehen hier das ehemalige Callcenter. Ne? Also die untere Etage, die Etage darüber und auch im Keller waren entsprechend die Räumlichkeiten, wo die Callcenter-Agenten gesessen haben. Das sieht man im Haus nicht an, wenn Sie von vorne ja gesehen haben, ist total unscheinbar. Aber wenn Sie hier natürlich 30, 40 Callcenter-Agenten haben, dann haben Sie hier natürlich auch eine gewisse Lärmbelästigung. Darüber sind wir auch natürlich über den einen oder anderen Anwohner, der sich auch beschwert hat. Dass es dann auch mal Kontrollen gegeben hat, natürlich darauf hingekommen, aha, die sind umgezogen hier, die sind jetzt hier, die waren vorher woanders eben. Ne? Der Grundstock jeglicher unerbetener Werbeanrufe sind aber die Rufnummern-Datensätze. Ohne sie kann kein Callcenter arbeiten. Wie das funktioniert, erklärt uns Jochen Vier und sein Team in der Dienststelle. Die Strukturen des Betrugsnetzwerkes aufzudecken ist ein langer Weg. Trotz Telefonüberwachung und Sicherstellung hunderttausender Datensätze stößt die Einsatzkommission immer wieder an Grenzen. Allein die Auswertung der sichergestellten Festplatten nimmt Monate in Anspruch. Es sind ja Tausende, Millionen Datensätze unterwegs und die werden immer wieder eingesetzt. Das heißt, immer wieder wird versucht, von Ihrem Konto Geld abzubuchen. Ob mit einer Dienstleistung, die mehr als fragwürdig ist oder die überhaupt nicht vorhanden ist oder ob gar nichts gemacht wurde und einfach die Daten werden eingereicht und im Rahmen des Lastschriftverfahrens wird das Geld dann vom Konto abgebucht. Und da gibt es eben nur eins für alle Bürger und Bürgerinnen, regelmäßige Kontrolle des Kontos. Sind die Beträge, die abgebucht werden, erklärlich? Wenn nicht, sofort zurückbuchen. Jochen Vier ist bei seinen Ermittlungen weitgehend an den Bereich Krefeld gebunden. Anders sieht es aus bei Stefan Richter, dem Verbraucheranwalt. Er hat Mandanten und Beklagte im gesamten Bundesgebiet. Wir sind dabei, wie er in Duisburg Wohnadressen von einschlägig bekannten Firmen checkt. Seine Erfahrung? Über Klingelschilder lassen sich oft überraschende Verflechtungen zwischen verschiedenen Callcentern erkennen. Die Informationen pflegt er ein in seine Datenbank. Mehrere hundert dubiose Firmen, Namen und Produkte hat er schon gesammelt. In diesem Haus sitzen laut Handelsregister immer noch Firmen, die angeblich Geschäfte mit unerlaubten Werbeanrufen betreiben. Also hier saßen auf jeden Fall zu früheren Zeitpunkten Eier. Hier ist also ein Wohnort einer Geschäftsführung. Hier saßen auf jeden Fall etliche Callcenter-Gesellschaften. Man hat uns auch schon bemerkt, wie ich gerade gesehen habe. Nur hier hängt jetzt nichts mehr dran. Sind auch alle sehr interessiert hier. Dann kommt eine Frau aus dem Haus heraus und stellt Fragen. Sie kommen vom NDR? Wir machen einen Bericht über Callcenter. Wie Bericht über Callcenter? Callcenter, die unerlaubte Werbeanrufe machen. Aha. Machen Sie so etwas? Und was machen Sie dann hier? Sie haben ja ein Callcenter hier. Nee. Sehen wir so aus? Sie wollen jetzt nicht mit mir sprechen, oder? Wollen Sie überhaupt mit jemandem sprechen? Wer sind Sie denn? Ich bin eine Mitarbeiterin. Mitarbeiterin von was? Nicht von einem Callcenter. Von welcher Firma sind Sie denn Mitarbeiterin? Ich weiß ja nicht, in welcher Funktion Sie jetzt hier... Wohnen Sie hier? Arbeiten Sie hier? Ich arbeite hier. Sie arbeiten hier? Ich arbeite hier. Als was? Wofür? Ich bin in der Verwaltung, aber ich bin nicht im Callcenter. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Ich gehe mal rein und frage mal nach. Da brauchen Sie wahrscheinlich jemand anderen. Verwaltung? Wovon denn? Da fragen wir mal dann einen Kollegen. Da werde ich nichts zu sagen.
Auf einen Gesprächspartner warten wir vergeblich. Stattdessen wird dicht gemacht. Das ist nicht unüblich. Man hält sich bedeckt, man macht sein Geschäft. Ich weiß nicht, welche Rolle sie konkret spielt, aber also sie wusste offensichtlich relativ viel, das vermute ich jedenfalls, weil eine normale Reaktion eines Nachbarn wäre anders. Man hat ja nichts zu verbergen. Das hörte sich bei ihr anders an. Die Branche schweigt über ihre Methoden. Wir treffen einen Mann, der sich für uns mehrere Tage undercover in einem Kieler Callcenter umgesehen hat. Zu seinem Schutz haben wir ihn unkenntlich gemacht und seine Stimme nachgesprochen. Aus einem Gesprächsleitfaden, den er uns aushändigt, geht hervor, wie der Verkauf einer vermeintlichen Sicherheitssoftware in diesem Callcenter gehandhabt wird. Hier werden Bestandskunden vom Mobilcom Debitel angerufen. Denen wird erst einmal etwas erzählt von einer neuen Service-Hotline. Ein paar Sekunden später geht es um eine angeblich ganz wichtige Sicherheitssoftware. Die Leute werden ziemlich überrumpelt. Ohne diese Software wäre ihr Handy jedem Freizeithacker schutzlos ausgeliefert. Da halten sich nicht alle streng an den Leitfaden, sondern flunkern auch schon mal rum. Mit versteckter Kamera filmte unser Mann in einer Callcenter-Filiale der Firma Corsaco in Kiel. Zukünftig sind Sie für nur 2,99 Euro zu 100% geschützt beim Online-Banking gegen betrügerische Webseiten, Handyviren und andere Bedrohungen. Der angebliche Nutzen dieser Software ist umstritten. Ein anderer Mitarbeiter benutzt zum besseren Verkauf eine dreiste Lüge. Ich rufe an aus der Sicherheitszentrale für Internet- und Datenkriminalität. Und wir haben da wichtige Informationen für Sie. Diese Sicherheitszentrale ist frei erfunden, aber der Trick hat funktioniert. Das angeblich so wichtige Softwarepaket wurde ein weiteres Mal verkauft. Für 2,99 Euro pro Monat. Diese Begrüßung, ich rufe an aus der Sicherheitszentrale, habe ich bei mehr als einem Mitarbeiter mitgehört. Einer meinte zu mir, das kommt tierisch gut an, das beeindruckt die Leute sehr. Was ich noch beobachtet habe, anscheinend ist ja eine sehr hohe Fluktuation. Die suchen ständig neue Leute. Und ein richtig schlechtes Gewissen hat mir gegenüber keiner gezeigt, als ich ihn auf das Unterschieben der Sicherheitssoftware angesprochen habe. Über diese Methoden wollen wir mit der Geschäftsführung des Callcenter-Unternehmens sprechen. Zuvor haben wir schriftlich um ein Interview gebeten, ohne Reaktion. Der Corsaco-Hauptsitz befindet sich mitten in Hamburg in einem Bürokomplex. Der Mann vor uns stellt sich als Standortleiter vor, bittet uns jedoch wieder zu gehen. Die Geschäftsführung sei nicht erreichbar. Außerdem sei man mitten in der Produktion und habe keine Zeit für uns. Bis heute warten wir auf die Stellungnahme von Corsaco. Vergeblich. Ein paar Kilometer weiter im Amtsgericht Altona treffen wir Rechtsanwalt Stefan Richter wieder. Er hat noch etwas Zeit bis zu seinem Termin. Wir erzählen ihm, was wir bei Corsaco erfahren haben. Für ihn ist jeder einzelne Callcenter-Agent mitverantwortlich. Viele Callcenter-Agenten betreiben ganz klar betrügerische Verkaufspraktiken, das ist gar keine Frage. Die wissen das aber häufig nicht. Denen wird erzählt, ja, erstens darf man da anrufen, zweitens, so wie du das beschreibst, ist schon in Ordnung. Das Gewissen schleift sich offensichtlich, wie man hört, bei vielen auch ab. Aber klar ist auch, die stehen unter Druck. Die haben die Teammanager über sich, Teamleiter. Und darüber stehen die großen Anbieter. Der Druck, den unsere Recherchen ausüben, hat bei den Fällen unserer drei Betroffenen schon Wirkung gezeigt. Robin Reichert muss die geforderte Summe nicht mehr zahlen. Genauso wie Stefanie Edel aus Duisburg. Die 360-Euro-Forderung ist nun hinfällig. Immer noch belästigt wird dagegen die 90-jährige Kölnerin Gertrud Steinbach. Aber sie will gegenüber den Inkasso-Forderungen nun standhaft bleiben. Die Wahrheit ist, dass es in der Regel systematisch vorsätzlich geschieht und dass auch die auftraggebenden Unternehmen natürlich ganz genau wissen. Das sieht man, wenn man die ganze Breite sich anschaut, der Rechtsverletzungen, die bei vielen, gerade im Telekommunikationssektor, im Gewinnspielbereich, die bei vielen Playern stattfinden. Und da müsste ganz andere Dimensionen an Ordnungsgeldern verhängt werden. Solange aber hohe Ordnungsgelder nicht abschrecken, haben abgezockte Kunden nur die Wahl, sich Rat zu holen und sich zu wehren. Bei Rechtskundigen, Verbraucherzentralen und anderen Experten.
sind eins. ARD.